Hallo zusammen, wir sind wieder in diesem Jahr schon zum zweiten Mal in der städtischen Musikschule. Karl-Marx-Stadt hätte ich beinahe gesagt, aber es ist ja heute Chemnitz. Und der Anlass ist besonders, denn zum einen, wir haben die Laura Kreichen hier, ihres Zeichens die Sängerin der, wie sagt man das, Schulband? Nee, Streicherband. Streicherband. Und wie ist der Name der Band? Rockin' Strings. Rockin' Strings. Aber der Anlass, warum das heute was Besonderes ist, das kann es nämlich die Laura sagen. Ja, also im Rahmen vom 70-jährigen Jubiläum der Städtischen Musikschule haben wir auch ein Jubiläum zu feiern. Und zwar haben wir 10-jähriges Jubiläum der Band. Und ich dachte, es wäre 75 Jahre Schule. Nee, dieses Jahr ist 70 Jahre, genau. Okay, sehr schön. Da haben wir es schon mal vorgestellt. Rock and Strings, so heißt die ganze Geschichte. Wenn man danach im Internet sucht, findet man ganz schön viel. Ja, es gibt da tatsächlich schon ziemlich viele Crossover-Projekte. Aber ich glaube, hier so im Chemnitzer Raum waren wir so mit die erste Jugendband, die damit angefangen hat, mit diesem Crossover-Projekt Rhythmusgruppe und Streicher zusammenzubringen in einer Rockband. Okay, jetzt kommen wir aus einem komplett anderen Genre. Ja? Also bei uns ist alles elektronisch, laut, basslastig, dunkel und man muss sich manchmal danach waschen. Und jetzt vielleicht für unser Kernpublikum mal so eine Allgemeinerklärung der Band, des Projektes, der Streicherband. Ja, also die Streicherband ist eine Zusammenführung von verschiedenen Fachbereichen. Bei uns ist der Fachbereich Rock, Pop, Jazz mit der Rhythmusgruppe. Also das bedeutet Klavier, Bass, E-Gitarre, Gesang und ja, und dann Streicher mit hohen Streichern, Celli. Und wir bringen das alles sozusagen zusammen und bringen dort sozusagen ein Crossover-Projekt im Rockband-Stil sozusagen zusammen und haben auch zum Beispiel schon jetzt in letzter Zeit mit DJ zusammengearbeitet, der dann auch mit in den Songs mit reingescratcht hat und mit Saxophon. Also wir bringen wirklich jegliche Fachbereiche zusammen bei uns. Ja, Crossover trifft es dann ganz gut. Mich würde interessieren, das ist ja keine feste Besetzung. Ja, also ich habe selbst schon Videos gefunden, da war eine andere Sängerin, obwohl du ja jetzt die Sängerin bist. Wie sprecht ihr euch da ab? Wie arrangiert ihr das? Ist das je nach Stimmungslage oder wie wird das zusammengestellt? Also anmelden kann sich jeder, der hier in der Musikschule zum Beispiel Unterricht hat und vielleicht auch mehr in diese moderne Musik gehen möchte und Interesse dabei hat. Gerade auch die Streicherklassen, es kommen viele Streicher von uns, die von Streicherklassen von den Gymnasien zum Beispiel kommen. Und wir suchen jetzt auch dringend Nachwuchs. Viele gehen jetzt zum Studium weg. Und sehr gut. Also wer Interesse hat, der kann sich gerne anmelden. Gerade im Bereich der Streicher suchen wir dringend Nachwuchs. Und ja, also kann sich jeder dafür anmelden, der das Instrument beherrscht und Bock hat, da mitzumachen. Und ja, genau. Da höre ich raus, man muss nicht zwingend Mitglied der Schule sein. Wenn man nur für die Band möchte? Ja, also man muss sich quasi dann trotzdem hier anmelden als Band und bezahlt dann trotzdem den Beitrag als Ensemblefach. Ja, genau, aber man muss halt trotzdem das Instrument quasi beherrschen. Und, aber man kommt relativ schnell rein, man wird eingeführt von anderen, die schon länger dabei sind. Also es ist so bei uns das Prinzip, dass Ältere helfen, den Jüngeren dann mit reinzukommen und ihnen also sie anzuleiten, um dann wirklich diesen Einstieg zu erleichtern. Wie ist das mit der Auswahl der Titel? Weil das, was ich jetzt so gehört habe von euch, das ist ja schon alles sehr populär. Das ist auch das ganz große Kino. Ne? Ich habe so ein James-Bond-Cover-Version auf dem Stadtfest oder Hutfestival gesehen. Wie sucht ihr die Songs aus? Ja, also jeder kann seine eigenen Interessen einbringen und sagen, hier, der Song ist cool, ich hätte da voll Bock drauf oder lass mal lieber was Richtung Rock machen oder Pop. Und wir haben uns jetzt auch so ein bisschen in diese Funk-Richtung orientiert, so gerade so diese Party-Titel kommen halt auch recht gut immer an und macht auch echt Spaß, das zusammen zu musizieren. Und da kann jeder seine Ideen mit einbringen und wir versuchen das dann umzusetzen und versuchen auch so ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen Instrumentaltitel, wo wirklich bloß die Band spielt und halt auch mit Gesang. Wie sieht's aus mit Improvisation? Ist das so der ganz strenge Pfad oder kann man dort auch sich mal ein bisschen frei, sich selber ein bisschen Freiheit geben? Ja, das stimmt. Also jeder hat dort auch die Möglichkeit, so Impro-Parts mit reinzubringen. Wir haben zum Beispiel Gitarren-Solo dabei, wo man auch improvisieren kann. Und also da ist jedem das auch total freigestellt. Sehr schön. Also die Laura ist gleich noch auf der Bühne zu sehen. Genau. Das nehmen wir auch auf. Von BeatConnect, das findet ihr unter den altbekannten Kanälen. Und dann wünschen wir viel Spaß, viel Erfolg und eine sehr erfolgreiche
Jubiläumswoche. Ja, danke schön. Danke.